wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, zur, ich sag mal, zweiten Vorstellung des neuen MetaTrader-Kontos, was wir bei FXFlat anbieten. Und zwar ist es ein Konto ohne direkten Steuerabzug. Das ist ja eine sehr, ja, oft besprochene Thematik gewesen im letzten Jahr vor allem. Und von daher haben wir jetzt was auf die Beine gestellt bekommen, was halt nicht mehr die direkte Steuerabzugsthematik beinhaltet, ja, nach jedem geschlossenen Gewinntrade. Bevor ich hier aber loslege, einmal ganz wichtig vorweg der Risikohinweis, denn ich werde im Nachhinein auch über CFDs sprechen. Daher ist der auf jeden Fall wichtig vorweg zu sagen. Ne, das Ganze hier wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, und natürlich keine Anlageberatung, Handelsempfehlung oder dergleichen. Schlussendlich ist es Ihre Entscheidung, ob Sie das Konto eröffnen oder ob Sie das aktuelle Konto bei FXFlat, das MetaTrader-Konto mit dem Abzug weiterlaufen lassen. Ja, oder gegebenenfalls auch ein anderes Konto bei uns eröffnen, das Trader Workstation zum Beispiel. Gut, dann. Wir haben ja vor 2 Wochen auch schon mal ein Webinar gemacht, was so ein bisschen die Vorstellung des neuen Kontomodells war. Ja, und heute will ich so ein bisschen detaillierter auf die Unterschiede eingehen. Ja, das mag jetzt ein bisschen erschlagen auf den ersten Blick, aber eigentlich geht's. Ja, also das Kontomodell an sich, das MetaTrader-Konto wird nicht mehr, das neue wird nicht bei FXFlat direkt geführt. Okay, jetzt habe ich jemanden im Chat, der sagt keinen Ton. Können Sie mich verstehen? Wenn ja, wäre es super, wenn Sie mir einmal kurz im Chat Bescheid geben würden. Dann weiß ich nämlich, dass der Ton an sich funktioniert. Okay. Weil ich habe auf jeden Fall hier einen Ausschlag des Tonpegels. Okay. Geben Sie mal eine Sekunde. Ich teste. Ah, okay. Ton ist gut. Okay, alles klar. Dann schreibe ich dem Panel mal kurz eine Response zurück. Okay, so, also, wo war ich? Genau, also, das Konto wird nicht direkt bei FXFlat geführt. Ja, also Sie sehen, haben hier einen Unterschied. Einmal links ist das MetaTrader FXFlat-Konto, so wie Sie es kennen. Ja, das beinhaltet, da hat sich ja nichts dran verändert. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite mit einem langjährigen Partner und Liquiditätsprovider von uns, von FXFlat, Amana Capital, eine Art von, ich sag mal, vermitteltes Geschäft gemacht. Ja, und Sie können aber mit diesem neuen Kontomodell auf den gleichen Umgebungen weiterhandeln. Das heißt, der MetaTrader bleibt gleich, der Server bleibt gleich. Ja, das Einzige, wo Sie, ich sag mal, ein bisschen weniger haben, ja, ist was die Produkte angeht. Na, aktuell sind auf diesem MetaTrader Amana-Konto, wie man hier sehen kann, nur CFDs verfügbar. Na, währenddessen auf dem MetaTrader FXFlat-Konto Spot Forex und auch die Futures gehen. Na, das wird in der Zukunft nachgezogen, sodass sich da die Produkte, dass die identisch bleiben, aber da gibt es noch keinen genauen Termin für, na, sondern es ist wirklich aktuell, kann man auf dem neuen Konto CFDs handeln, aber wie gesagt, auf die wie gewohnten Produkte. Ja, genau das gleiche mit den Handelsplattformen. Es bleibt der MetaTrader 4 und 5 und der Agena Trader. ATAS natürlich nur für den Futures-Handel. Man könnte es theoretisch auch beim MetaTrader Amana-Konto benutzen, aber ohne Futures macht das Ganze natürlich wenig Sinn. So, die Add-ons bleiben gleich. Das heißt, Sie können weiterhin Forex-Screener, Stereo-Trader oder MetaTrader Plus benutzen. Das ist völlig losgelöst von allem. Sie müssen nichts neu installieren oder sowas. Einfach nur mit dem neuen Login einloggen. Ja, das FXFlat-Server bleibt gleich. Von daher, das ist recht entspannt gehalten.
Na, jetzt kommt der große Unterschied. Das MetaTrader FX Wett Konto, so wie es jetzt besteht, vorher bestand, ist natürlich bei uns direkt bei FX Wett geführt, in Deutschland, BaFin reguliert. Und das MetaTrader Amana Konto ist bei über FX Flat bei Amana Capital, ja, durch die SICE reguliert. Ja, das ist der Unterschied und daraus resultiert, da eben dieses MetaTrader Amana Konto nicht in Deutschland geführt wird, dass kein direkter Abzug der Abgeltungssteuer für in Deutschland steuerlässig ansässige Privatkunden anfällt. Ja, das heißt, sie haben weiterhin die durchgehende Liquidität. Ja, das heißt, wenn sie einen Trade schließen, dann wird nicht so wie bei MetaTrader FX Flat Konto die Steuer direkt abgezogen. Ja, Sie müssen sich dann am Ende des Jahres gegebenenfalls mit dem Steuerberater oder selber um die steuerlässigen Themen kümmern. Ja, das ist der Unterschied. Ja, Sie sehen auch schon, die Einlagensicherung bleibt gleich. Wir haben ja aktuell die bis zu 500.000 mit einer Zusatzversicherung abgesichert und das ist bei dem neuen Kontomodell dann 1 zu 1 gleich. Ja, dann noch ein Punkt zu Professionals, ja, also professionelle Kunden. Sollten Sie bei uns professioneller Kunde bereits sein, müssen Sie sich dennoch nochmal mit dem neuen Konto von Amana Capital als professioneller Kunde einstufen lassen. Da haben wir keinen Einfluss drauf von FX Flat. Na, also selbst wenn Sie jetzt schon bei uns eingestuft sind als Prof, dann bekommen Sie das, müssen Sie das neu machen da drüben. Nachschuss, ich lese hier gerade kommen ein paar Fragen rein. VPOC funktioniert. Keine Sorge, das geht auf jeden Fall. Was den Stereo Trader angeht, da gehen auch alle Add-ons für. Das ist kein Problem. Nachschusspflichtig fällt natürlich für den Privatanleger weg. Ne? Also der Privatanleger ist nicht nachschusspflichtig. Aber der Professional, ja, also wenn es ein professioneller Händler ist, Professional Client besser gesagt, da gibt es ja bei MetaTrader FX Flat einmal Professional Plus. Ja, das ist dann bis 100.000 Euro ohne Nachschusspflicht. Und sollte man da drüber haben, wäre man Professional Classic und dann wäre man nachschusspflichtig. Bei dem MetaTrader Amana Konto ist es jetzt so, dass wenn man Professional Kunde ist, hat man Nachschusspflicht. Ja, also Privatanleger keine, Professionals haben eine. Das ergänzend noch dazu vielleicht zu sagen. Na, und wenn man sich die beiden Sachen jetzt mal so gegenüber anschaut, dann muss man schon sagen, dass die Umgebung da nahezu gleich ist. Klar, aktuell Produkte, aber wie gesagt, CFDs da sind, haben wir eine, ein breites Angebot an der Stelle. So, dann schaue ich noch mal einmal kurz. Ich hatte mir noch ein paar Punkte notiert. Genau. Dann würde noch dazu kommen, dass Sie aktuell, das ist ja so bei dem MetaTrader-Konto, haben wir also eine Inaktivitätsregelung, dass alle 30 Tage Aktivität auf dem Konto sein muss, da wir sonst verpflichtet sind, die Einlagen auszuzahlen. Ja, das Ganze ist bei dem neuen, bei dem MetaTrader Amana Konto nicht mehr der Fall. Ja, also Sie bleiben, da gibt es keine Inaktivitätsgebühr und auch keine Auszahlung wegen der Inaktivität. Gut. Natürlich. Da das Konto nicht bei FX Flat direkt geführt wird, unterscheiden sich dann dementsprechend auch die Einzahlungsmöglichkeiten. Ja, also es ist eine andere Bankverbindung und die Einzahlungen sind nur noch per Überweisung und per Kreditkarte aktuell möglich. Ob sich das noch ausbaut oder nicht, gegebenenfalls PayPal, kann ich aktuell nichts zu sagen. Ja, aber aktuell ist es so, Überweisung und Kreditkarte. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt so ein MetaTrader Amana Konto haben, über FX Flat, dann muss man einmal einen neuen Kontoantrag stellen. Das finden Sie aber ganz einfach, wenn Sie einfach bei uns auf der Website auf Live-Konto klicken, rechts auf den Lila-Button. Dann werden Sie nämlich gefragt, ob Sie in Deutschland steuerlich ansässig sind. Ja, dann klicken Sie natürlich auf Ja, wenn Sie in Deutschland steuerlich ansässig sind, ganz klar. Und dann sind Sie auch schon im richtigen Antrag. Ja, das heißt, Sie werden dann das MetaTrader Amana-Konto eröffnen. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen jetzt einmal, wie der Eröffnungsprozess ablaufen würde. Ja, also füllen den Kontoantrag auf der Website aus und am Ende des Kontoantrags sieht es dann so aus, dass Sie einfach einen Personalausweis und einen Adressnachweis hochladen und im Kontoantrag steht dann auch, was für Dokumente akzeptiert werden. Ja, weil die Prüfung ist ja im Hintergrund, muss ja alles von Amana akzeptiert werden. Dementsprechend
finden Sie im Antrag die zwei Dokumente, die da benötigt werden. Ne, also diese typische deutsche Prozedur, dass man diese Videotelefonate bei der Post oder mit Web-ID oder sowas macht, das ist jetzt bei diesem Kontomodell nicht mehr nötig. Ja, Einzahlung tätigen funktioniert genauso, wie Sie es auch schon aus dem MetaTrader bei FXLet kennen, über unsere Einzahlung MT auf der Website. Da haben Sie jetzt wie so eine Art Vorauswahl auf der Seite, wo Sie anklicken können, MetaTrader FXLet oder MetaTrader Amana. Sie würden dann MetaTrader Amana wählen und dann ganz normal die Einzahlungsdetails sehen oder per Kreditkarte einzahlen können. Ja. Was wir dazu noch gemacht haben, ist, wir bieten einen einmaligen Kontoübertrag an. Das heißt, wenn Sie jetzt ein MetaTrader-Konto bei FXLet haben, sagen jetzt, okay, ich möchte gerne das neue Konto bei MetaTrader Amana eröffnen. So, dann können Sie auf dem Menüpunkt Kontoübertrag, können das anklicken und wir können im Hintergrund hingehen und einmal Ihren kompletten Bestand von dem FXLet MetaTrader-Konto auf das Amana-Konto schieben. Ja, dann müssen Sie nicht auszahlen, neu einzahlen und hin und her, sondern das machen wir einmal. Das bieten wir einmalig an pro Kunde. Also er sagt, okay, ich möchte das jetzt von meinen alten Konten auf das neue jetzt rüberschieben, dann können wir das auch machen. Ja, aber wie gesagt, das ist ein einmaliges Ding. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Ja, also dieser Übertrag gilt natürlich als Ersteinzahlung. Ne, da müssen Sie jetzt nicht irgendwie vorher nochmal 200 € einzahlen oder so, sondern einfach den Kontoübertrag anstoßen und dann geht das Ganze. Und dann ist das Konto auf. Ja, Sie kriegen die Logins wie gewohnt zugeschickt per E-Mail und dann können Sie den MetaTrader auch schon loslegen, ne, weil Sie sind ja in der gleichen Umgebung. Das heißt, einfach den MetaTrader aufmachen, oben links auf Datei, Konto Login, der Server bleibt gleich, neue Daten eingeben, OK klicken und fertig. Ja, gegebenenfalls müssten Sie uns Bescheid geben, dass wir die Add-ons einmal für Sie freischalten, aber dafür gibt es im Kontoantrag ja auch bei Erweiterung das Dropdown-Menü, wo Sie da die Vorauswahl treffen können. Ja, das ist eigentlich der Eröffnungsprozess, grob erklärt. Ich springe mal hier aufs nächste. Da haben Sie jetzt einmal zwei Links. Ja, die können Sie gerne einmal reinschauen. Das ist einmal MetaTrader Amana-Konto, wo eine Übersicht ist, was das Konto alles kann, wo die Bullet Points ein bisschen aufgeführt sind, ähnlich wie ich das vorhin gezeigt habe, was das MetaTrader Amana-Konto für Inhalte bietet. Und auf der rechten Seite den Kontowechsel. Da sind alle Sachen aufgeführt, sehr ausführlich, was sich denn für Sie ändern würde. Ja, weil Sie ja nicht mehr dann das Konto mit FXFlat im Grunde genommen führen, sondern über FXFlat als Ansprechpartner bei Amana Capital, was aber immer noch bedeutet, FXFlat bleibt Ihr Ansprechpartner. Das heißt, wenn irgendwas ist mit Ihrem Konto, wenn Sie Fragen haben zur Plattform rundherum, alles Mögliche, dann müssen Sie uns anrufen. Ja? Das Einzige, was sich ändert, sind telefonische Orders, ja, weil die können wir nicht schließen. Ne, dann müssten Sie tatsächlich, das ist das Einzige, wo Sie dann bei Amana anrufen müssten, aber da gibt es bei uns auf der Website auch die Telefonnummer zu. Ja. So, jetzt kommt hier eine Bescheinigung, eine Frage rein zum Jahresende. Gibt es zum Jahresende eine Bescheinigung G&V als eine Zahl oder wird die Summe der Gewinne separat aufgeführt und Summe der Verluste auch separat aufgeführt? Nein, es ist so, dass sie ja dadurch, dass keine Steuer mehr abgeführt wird, nicht mehr, so wie aktuell ja üblich, diese Steuerbescheinigung von uns bekommen, sondern sie können einfach hingehen und im MetaTrader sich ein Jahresstatement über die Kontohistorie erzeugen. Ne? Und in der Kontohistorie einen Rechtsklick reinmachen, den Zeitraum anpassen, 1.1.31.12. und dann nochmal einen Rechtsklick Bericht erstellen oder ausführlichen Bericht erstellen als Excel-Datei und dann hat man da alle Trades im Plus, alle Trades im Minus, ein gesamtes Saldo unterm Strich, wie viel da an Gewinn rausgekommen ist. Und das kann man dann gegebenenfalls dafür benutzen. Ja, so, das ist jetzt so ein bisschen ich sag mal, ein kleines Intro gewesen für das Konto. Sollten Sie jetzt Fragen haben, was ich nachvollziehen kann, stellen Sie die gerne hier. Ja, ich versuche das bestmöglich zu beantworten. Beim letzten Mal war der Herr Dender noch mit mir hier zusammen da. Der ist jetzt heute leider nicht dabei, aber ich kriege das, denke ich mal, auch ganz gut hin. Ansonsten rufen Sie gerne danach oder so oder schreiben uns eine Mail. Rufen Sie gerne beim Support an.
Da sind wir natürlich auch immer 24 Stunden verfügbar und versuchen da bestmöglich alle Ihre Fragen zu beantworten. Ja. Okay, es kommen keine Fragen rein. Dann scheine ich ja ganz gut erklärt zu haben, denke ich dann mal. Ich bringe noch mal hier mit den Folien noch einmal zurück auf die Übersicht. So, haben Sie noch mal einmal die ganzen Punkte gegenübergestellt, was das eine Konto macht, was das andere Konto macht. Im Grunde ist dieses Thema so gegenwärtig gewesen, dass immer wieder Leute danach, also bestehende Kunden oder auch neue Kunden danach gefragt haben, ob das nicht irgendwie möglich ist, den direkten Abzug möglich zu machen. Die Sache ist halt so, dass als deutscher Broker wir mit FX Flat halt dazu verpflichtet sind, das abzuführen. Ja, deshalb gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, das Konto direkt bei FX Flat so anzubieten. Ja, aber mit der Möglichkeit, das Konto so über unseren, wie gesagt, schon lange bestehende Partnerschaft und auch Liquiditätsprovider Amana Capital abzuwickeln, ist da auf jeden Fall eine gute Alternative, meines Erachtens nach. Wie gesagt, wenn Fragen da sind, gerne rein. Ansonsten habe ich soweit alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe einen kleinen Überblick geben können und Sie können sich das Ganze natürlich im Nachhinein auch nochmal auf YouTube anschauen. Da gibt es nämlich auch die erste Version. Mit einem längeren FAQ am Ende, mit dem Herrn Dender zusammen. Da gibt es auch nochmal Informationen, wo Sie sich bestimmt noch das ein oder andere rausziehen können. Ne? Ansonsten einfach im Support anrufen, dann helfen wir da so weiter. Ja? Gut. Okay, sind jetzt keine Fragen mehr reingekommen. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze hier. Zack, zack, zack. Dann sage ich vielen Dank. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen. Und wenn Fragen sein sollten, geben Sie uns einfach Bescheid. Ja. Gut, dann würde ich sagen an alle Teilnehmer, vielen Dank. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Und wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. No!